Lage stellte sich für die Feuerwehr Baunatal wie folgt dar bei Eintreffen. Gemeldet war ein Brand von Unrat im Freien. Es bestätigte sich doch bei Eintreffen, dass im gesamten Bereich des Kellergeschosses eine massive Rauchentwicklung darstellt. Die Rauchentwicklung war auf den gesamten Kellerbereich ausgeführt. Was hat denn jetzt gebrannt? Es hat Kartonage und Möbelreste im Treppenraum im Kellergeschoss gebrannt. Die Feuerwehr hat eine massive Erkundung durchgeführt im Außenbereich. Daraufhin wurden die Zugänge geöffnet, der Treppenraum gesichtet. Im Innenangriff wurde mit 2 C-Rohren das Feuer gelöscht, eine umfassende Entrauchung vorgenommen über Rauchwärmeabzugsanlagen und anschließend eine Druckbelüftung eingeleitet. Das ist die Theodor-Heuss-Schule, das ist eine Gesamtschule. Im unteren Bereich sind Seminarräume und verschiedene Fachräume. Teilbereiche sind geschädigt, die meisten Bereiche sind stark verraucht. Eine Nutzung am Folgetag ist fraglich, wird aber jetzt mit dem Schulamt und dem Schulleiter gemeinsam geklärt. Betroffene, Beteiligte und leicht Verletzte. Es hat eine Versammlung stattgefunden, die Personen konnten aber das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zur Brandzeit ca. 10 bis 12 Personen. Wir sind mit 4 Stadtteilfeuerwehren im Einsatz mit ca. 70 Kräften. Einschließlich Rettungsdienst, Brandschutzaufsichtsdienst,